der Haken an der Sache. Schicker Helm. Oh ja, ich habe mich ein bisschen Dschungel fertig gemacht. Du hast dich stylisch beraten lassen, sagst du einfach. Ich habe mich stylisch von Schlumpfinchen beraten lassen. Das erklärt eigentlich alles. Ach ja, Mucki, hast du schon meine Fliegerstaffel gesehen? Jetzt sind auch alle vier da. Habe ich schon 3 Stück von. Ah, schön. Die machen alle. So, wo sind wir denn? Haben wir uns hartmäßig verbessert? Ja, ist diese... Ich bin wieder raus. Du bist wieder raus. Was ist denn da los? Ich habe keine Ahnung. Dann spielt ihr 3 weiter und ich mach dir erstmal. Reparier mal dein Papier da. Einfach so lange mit dem Schraubenzieher auf das Spiel einschlagen, bis es wieder funktioniert. Ja, dann machen wir eine Actionrunde hier. Wenn nicht, frag Edna und Harvey, die helfen dir dabei. Die wissen wieder die. Müsste eigentlich reichen, im Steam einmal PUBG auf Fehler zu überprüfen. Ja. Das dauert ja auch nicht lange, ne? 2-3 Wochen. Er muss ja jede einzelne Datei an den Hersteller senden. Ach so. Ja, immer nicht so, ich meine und wenn das noch per Post geht, dann weißt du ja, wie schnell die Post sein kann. 2 Tage, ne? Ja. Dazu müsst ihr es aber morgen früh schon abschicken. Dann ist es auch Montag da. Nee. Das muss nur morgen rausgehen. Naja, morgen. Das muss also, nicht morgen früh rausgehen, das muss nur morgen rausgehen. Ich habe es ja auch Samstagvormittag abgegeben und wann es dann rausgeht, das entscheiden die ja dann. Ja, ja. Ihr sagt aber dann, wenn wir abspringen, ne? Da, wo die Markierung ist. Ja, da wir ja auf Nummer 4 nicht warten müssen erstmal. Genau. Ich möchte da vorne in die Stadt. Ach, reicht dir dein Schlumpfdorf nicht? Muss es jetzt die große Stadt sein? Ja, es muss auch mal die große Stadt sein, wie im Film. Andale! Arriba! Ja, wie man sieht, mit uns geht's abwärts. Ein bisschen. Gucken wir mal, wer hier alles zukommt. Gierig. Ich glaube, wir sind in der Stadt alleine, kann das sein? Oder seht ihr jemanden? Also ich sehe bis jetzt auch noch nicht. Also ich sehe eigentlich nur uns drei. Ja. Ist gut. So, mal sehen, an welcher Wand ich jetzt wieder lande. Wann? Ja, ich habe so dieses Talent, an irgendwelchen Gebäuden hängen zu bleiben oder so. Okay. So. Splittergranate. So. Der Helm ist schon mal da. Alles andere ist unwichtig. Ach, nicht ganz. Die Weste. Die kann man auch noch stylisch dazu tragen. Mit 3 Benzinkanister. Na ja, gut, bevor ich jetzt gar nichts habe, nehme ich erstmal die. Warum habe ich das denn? Energy Drink, Energy Drink. Ein Helm, meine 3. Splittergranate. Naja. So. Und wenn ich mal so gucken darf, wir sind genau am Rand der Zone gelandet. Ah, das ist perfekt, oder? Hast du schon wieder an der Karte manipuliert? Nein. Ich mach sowas nicht. Du warst auch nicht gemeint, ich habe den Schlumpf gemeint. Weil das sieht sehr nach Schlumpfbeeinflussung aus. Nein. Ich wurde ja beauftragt. Sag doch nicht sowas. Oh, schön. Das nehmen wir auch mit. Oh ja, das ist schon mal gut. Schmerzmittel ist auch immer gut. Das nehmen wir auch mit.
So. Dann gehen wir mal zu den Bikern hoch. Oh oh. Wir haben doch auch immer schöne Sachen. Ne, abgesägte Flinte mag ich nicht. Nicht? Man muss nicht alles mögen. Oh geil, ich bin ausgerüstet. Okay. So, Tischchen habe ich gefunden. Oh, ein Halbgriff ist natürlich besser. Man Raum zu Raum mit nichts drin ist auch toll. Da steht ein Motorrad. Ah, Motorrad. Wieso habe ich das gerade gesagt? Aber wir sind zu dritt. Ach, wie gut. Das heißt, kann mich vorne auf den Lenker setzen. Ich dachte, Eugene läuft hinterher. Der will ja nicht bei mir mitfahren. Das verstehe ich jetzt nicht. Den haben wir. Egi oder sowas habe ich halt gleich noch gar nichts. Wie, du hast da nichts? Nee, da ist gar nichts. Das erste Haus, in dem ich drin war, auch nichts. Ich habe hier noch eine Weste. Da wieder runter. Hm. Abwärts. Ja, immerhin haben wir ein bisschen Zeit, weil wir so gut drin sind. Ja, ja, das dürfte wahrscheinlich auch noch für uns sprechen. Und ich habe noch einen Rucksack unten. Gucken wir, was wir hier in der Arena noch so haben. Eine schöne Pfanne. Hat der Aldur. Oh, eine Mini. Das war ja ein Rucksack. Okay. Mini, aber nur eine ganz kleine, ne? Nur eine kleine Mini. Na, ich schon. Ja gut, die Arena, das war's. Komische Gebilde. Dann gehen wir mal aufs Dach. Wenn es dem Schlumpf zu wohl wird, dann steigt er einmal aufs Dach. Ja, und findet gleich ein Zielfernrohr. Native, ich laufe gerade bei dir draußen vorbei. Nicht, dass er dich. Dass ich abknalle. Es wäre nicht der Erste, der heute auf mich schießt. Ich habe einen Buggy. Bei Buggies? Ja, da steht noch einer. Das ist gut. Damit könnten wir was anfangen mit zweien. Rotpunkt. Verband habe ich. Haben wir hier. Also hier oben liegt noch eine AK und eine UMP, wenn er noch nichts hat. Ich habe noch einen zweier Rucksack hier rumliegen. Hier liegt noch eine Vektor. Ja, auf die verzichte ich weiter. Na, dann greife ich einfach mal zu. Da ich das Kalid lieber eh schon in den Pfoten halte. Okay, da war das schon dran. Ja. Naja, Verband kann man eh nie genug haben. So. Hier ist noch eine Zweier Weste. Ja, ich trage doch schon eine Dreier. Okay. Nate, hast du dir gerade den Buggy geholt? Ja. Gut.
Oh, ein Schalldämpfer, ja. Ein Schalldämpfer für meine Mini. Na, ist doch, dann bist du ja schon mal wieder glücklich. Oh ja. Ich habe hier noch eine 2er Weste. Habe ich auch dran. Aber ich brauche mich ja nicht abwerten. Nö, nicht unbedingt. Dreier Zielfernrohr, das nehme ich mal. Auf die Vektor. Auf die Vektor und Dreier Zielfernrohr. Naja, ist gerade nichts anderes da. Hä? Wobei, ich habe ja noch die Umpe, aber ich glaube, das ist die Vektor ein bisschen besser. Ja, dann die Bau für Vektor. So. Nicht für den Bogen, da bin ich heute nicht so der Freund von. 5, 6er brauche ich nicht. 2 Brecheisen ist ja auch nicht. So, ich habe noch ein 3er C-Fernrohr übrig. Ich habe das erste Mal am heutigen Tage was über einen Dreier gefunden. Das ist doch auch was. Das kommt alles, weil Matt nicht dabei ist. Irgendwie schon. Aber du weißt doch, Matt ist überall drin. Ne? Matt ist überall. Eigentlich ist Matt überall. Wow. Ah, Ska? Nee. Aber die Money nehmen wir mit. Ihr fahrt ein Auto, ne? Ja. Ja. Handfeuer, Handfeuer, Handfeuer. Hüpf da rüber. Oh, oh, Jutin fährt. Oh, oh. Ja, deswegen, willst du irgendwas sagen? Deswegen bin ich, solange ich den Motor in der Nähe höre, in dem Haus drinne. Da kommt noch ein Auto. Da kommt dann ein schnelleres Auto. Ja. Hä? Was machen die? Hä? Sind die blöd? Die haben sich wohl gerade umentschieden. Hä? Die haben einmal rausgeschossen und dann war es das. Die wollten wahrscheinlich nur mal gucken, ob da einer antwortet. Ja, das könnte sein. Auch ein bisschen hohl. Wie weit fahren die denn? Da kommt noch einer. Jo. Jetzt auch ganz schön eilig. Wie im Osten. Na, jetzt bleib doch mal nicht dahin. Du bist zu spät. Ja, ich weiß. Na, im Zwinger nichts drin? Nicht mal ein Hund. Nicht mal ein Hund, ja toll. Was haben wir noch im Hund? Fahren wir mit dem Buggy oder? Ja, da passen nur 2 rauf. Ne, wir haben ja 2. Ach, 2 Buggys. Ja, dann können wir auch mit dem Buggy fahren. Oder hast du den von dir nicht mitgebracht? Doch, ja. Hol ich gerade wieder. Yes. Ich stelle mich schon mal nach hinten. Na? Jetzt. Wo auf. Wollen wir denn hin? In die Zone? Ja. Da du eh am Steuer sitzt, überlasse ich das eh dir. Ich hab mal was gemarkert. Wir könnten natürlich jetzt an den Autos vorbeikommen. Jo. Fahr dem nicht hinterher. Der sieht ja gespawnt aus. Der fährt links auf der Straße. Ja. Sehr gut. wieso ist mein Auto morgen so langsam? Oh. Der Schläger? Ja.
bisschen querfeld ein. Naja, ist auch die beste Möglichkeit. Nice. Oh. Alles in Ordnung. Oh. Nee. Ja, mit dem mit dir bei das Teil dabei ist, man darf halt noch nicht abspringen, ne? Ja. Ich hoffe jetzt einfach, dass hier keiner ist. Wollen wir gleich rausfinden. Ja, werden wir. Zwei Helmlicht hier noch. Hast du keinen? Hast du? Oh. Ja, da war noch ein zweiter Zweierhelm. Oh, perfekt. Habe ich noch angesagt. Hier ist noch ein Zweierhelm. Hier ist noch eine AKM. Den Energy kannst du euch nehmen, weil ich hab. Bei Energy habe ich glaube ich auch genug. Drei habe ich. Ich habe auch drei Energy und einmal Pillen, 10 Verband und 2 Medi. Jetzt noch ein Vierfach. So. Soll ich mal aufs Dach gucken gehen, ne? Da bin ich auch. Nein, nur ein bisschen was an 9 mm, aber ich habe ja die untere. Für das Risiko da hochzugehen, ist das. Na, wie hier. Das nehmen wir mit. Jetzt zu Fuß oder? Also ich denke mal ab hier jetzt zu Fuß, ja. Da Zone kommt ja jetzt gerade erst. Muss ich eh gucken, wo die hingeht. An ihrem neuen Zielort. So, da waren wir da drinne. Ah, da hatte ich einen Schalli drauf, ne? Ja. Schalli mit einem Sechsfach, das ist ganz gut. Ist da eine Kids-Tasche? Hier ist eine AKM, ne? Ja. Oh, der kommt hier hin. In der Nähe. Wo ist er denn? Ich würde sagen, der entfernt sich wieder, oder? Ja. Ja. Jetzt Richtung Süden. Wo komme ich denn hier wieder rein? Von da. Manu. Wie läuft's bei dir? Naja, bis jetzt bin ich soweit fertig. Warte jetzt erstmal nur auf euch. Okay. Ach, jetzt macht das ja von uns abhängig, typisch, total typisch. Oh ja, da ist der Schalter für die Handfeuerwaffe, sehr schön. Das beobachte ich ja selber bei Twitch. Unglaublich. Wäre ich noch bespannert hier, typisch. Echt mal. Na, ich kann das leider nicht so gucken. Ja, wenn wir aus dem Torrad kommen. Oder wegfahren eigentlich eher. Ja, weg. Die nächste Zone ist eigentlich auch noch recht nah, muss ich sagen. Oh, das geht. Würde ich aber nach da. Okay. Dann lass uns mal jetzt erst gehen. Zu Fuß, ja? Ja. Gut. Wir haben nur 2 Minuten Zeit. Ah, das wird aber ganz schön knapp werden. Da kommen wir hier an, bevor die Zone läuft. Das würde ich jetzt noch nicht sagen. Müssen an ein paar Häusern vorbei. Also ein paar sind immer 2, also okay, ich zähle dann mal. Nee, ein paar klein geschrieben.
Gerade die hier sind ein bisschen. Naja. Da sehe ich eine offene Tür. Ja. Nicht nur eine. Schüsse aus Los Leones oder bei Los Leones. Okay. Probieren jetzt einfach rumzukommen. Ja, oben ist die Tür auch auf. Okay. Na, die werden das hier wahrscheinlich als Startpunkt genommen haben, würde ich schätzen. Hoffe ich jetzt einfach. Also auf dem Dach da oben ist nichts. Mitten durch hier. Das wird jetzt die Zone ins Glück. Drücken wir uns mal die Daumen so ein bisschen. Oh. Bin mal gespannt, was da vor uns noch in den Häusern rumwartet. Eher was so von Südosten kommt. Finde ich interessanter. Ja. Oh, der Drop ist auch nicht weit weg. Der fällt aus allen Wolken, ne? Ah, Südosten. Ah, 160 läuft einer. Richtung uns, oder wie? Nee. Sonst hätte ich mehr Alarm gemacht. Na, das ist klar. Frage ist, was ist in den Häusern hier drin jetzt? Sind auf jeden Fall offen. Auf jeden Fall Tag der offenen Tür, aber nicht in allen. Auto auf der Straße, Richtung Stadt. Ja. Ich links ab. Ja, es folgt der Zone. Heißt, es könnte näher kommen. Sieht auch danach aus. Ja. Die kommen genau auf uns zu, ja? Ja. Und jetzt? Ja. Die sind genau neben mir ins Haus. Ja, ich stehe genau davor. Ja, weiß. In welches? Die Holzhütte? Nee, das zweietagige Haus. Der springt gerade raus? Nee, ich hab ne. Ich hab ne Granate reingeworfen. Okay. Habt ihr die Hintertür? Ich stehe nach Hintertür. Bin vorne. Also egal, wo sie jetzt rauskommen. Gut, die haben die Fenster noch, ne? Ich hab die Fenster auf dieser Seite. Okay. Ich werf noch eine Granate rein. Ich stehe hier mal so ein bisschen... Okay, die ist davor. Das war das Auto. Oh, die schmeißen die Granaten nach vorne einfach raus. Naja. Hinten Nebel. Ich hab eine Rauchgranate reingeworfen. Alles klar. Wenn, dann müssen sie im ersten Stock sein. Nee, einer ist unten. Die schmeißen durch die Wohnungstür. Die waren auch eben nur zu zweit, glaube ich. Schlumpfige Kills wünsche ich euch. Danke, Killer Lady. Hallihallo. Hallöchen, Killer Lady. Na? Ich hab die Hintertür aufgemacht. Na, ich werde erstmal ein bisschen was an. Aber wir müssen gleich entweder pushen oder laufen.
Zone kommt. So. Bin drin? Ja. Ich komm auch. Wir können ja nur noch irgendwo sein. Ober der Treppe, alles frei. Okay. Jo! Komm! Ah. Jetzt muss ich sehen, da. Dass ich das. Schade. Aber ich hab den auf jeden Fall garantiert nur angehittet. 14. Ja, schade, dass es in PUBG keine Hasen gibt. Ja. Ja, sie spricht aus Erfahrung, ne? Noch nicht. Noch nicht. So, Herr Doktor, wie sieht's aus? Ich warte. Wir können ja die XML-Dateien von PUBG machen. Ja, die haben aber keine XML. Du wartest? Ja, du wartest. Genau, habe ich den. Ja, das dachte ich mir, dass ich den getroffen habe. Ja, genockt hast du den.